Hi Leute, willkommen zurück zu Lies of P. Wir sind im Hotel Krat und ich habe noch ein paar Sachen vergessen, die hole ich jetzt noch nach. Zum Beispiel habe ich hier... Nee, warte mal. In den Lorenzini-Arkaden habe ich nicht alles gemacht, aber wir haben hier noch ein paar paar Sachen, die wir durchsprechen können, unter anderem mit unserer liebsten Waffenschmiedin. Will you do, me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me and I'll be grateful. Der Vierfingerhandschuh. Alidoro, den kennen wir noch nicht. Handschuhe, die Eugenie Alidoro geschenkt hat. Das Besondere ist, dass sie nur vier Finger haben. Eugenie erinnerte sich lebhaft an den Stalker, der sie aus der Werkstattturm gerettet hat, kurz bevor sie verhungerte. Sie bereitete ein durchdachtes Geschenk vor, um ihm für sein herzzerreißendes Opfer zu danken. Okay, warum Opfer? Naja. Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe that gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. Ja klar, wenn's geht. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it to the hotel shop. Many thanks, good sir. Okay. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason I was created. Welcome to Hotel Krat. Voll nett von ihm. Oh, wir können Quarz kaufen. Was ist das? Ein alchemistischer Booster. Beschleunigt das Wachstum der Goldmünzenfrüchte. Ein botanischer Wachstumsbeschleuniger, der von einem legendären Alchemisten mit geheimnisvollem Wissen hergestellt wurde. Er verkürzt die Zeit, die der Goldmünzenbaum braucht, um Früchte zu tragen. Das Wissen der Alchemisten mit seinen vielen verschiedenen Facetten brachte den Überfluss hervor. Ein botanischer Verstärker eines Alchemisten erschuf sogar einen wundersamen Baum. Ah, oh, und hier Dunkelmond-Upgrade. Nice. Nice, nice. Achso, ja, und ich brauche die Spezialreinigungsampulle. Für Dings hier. Ne, für dieses, was mich sofort killt. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. Okay, sie sagt nichts Neues. Wo ist der Hund? Der Hund ist weg. Aber warum? Ich hoffe, der ist nicht ganz verschwunden. Ich will ja noch Bossseelen eintauschen können. Warte mal, habe ich eigentlich was bekommen? Ach hier, nee, von Victor. Victor war einst gepriesen worden, weil er an der Spitze aller Lebewesen stand. Als er seine schwindenden Kräfte wiedererlangte, schwor er den Alchemisten absolute Treue. Na geil, jetzt kann ich dich eintauschen. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krat. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? Ja klar. I get the puppets, but what are the monsters doing here? What is happening to Krat? I get the puppet. What is happening? Schade, ich dachte, sie hat jetzt auch noch eine Verwendung für mich. Dass sie mir irgendwas gibt oder so. Oder handwerklich irgendwas drauf hat. Ich muss jetzt den Hund suchen. Ich will wissen, was es für Victor gibt. Und schade. Erstmal das. Du
was Neues zu sagen. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me one gold coin fruit. Oh mein Gott. Ich gebe sie ihm. Eine Heilung für Stalker, Antonia. Please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Oh man, the cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Das Schlimme ist, wenn wir jetzt ihr das verabreichen, das wäre eigentlich nur eine Gnade. Andererseits ist dann Polemina? Polenta? wahrscheinlich dann nicht gerade glücklich drüber. Oh, wie fies. I believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would you choose? Ich sage, das hier ist einfach nur menschlich, dass man ihr das gibt und sie dann friedlich stirbt, als ewig noch Schmerzen und alles zu haben. Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Ja, ich sag mal, Liebe ist ja auch gehen lassen, ne? Und wenn man für jemanden das Beste will, ist es vielleicht doch das Beste, die Person einfach, ja, das Leid, der Person das Leid zu ersparen. People have no idea. Thanks for keeping me. Die arme Lady. Na gut. Ist wie gesagt, vielleicht das Beste für sie. Wo ist der doofe Hund? Ich will die Waffe jetzt sehen. Ach, Mann. Und ich brauche noch mehr Ärger, um mir die Sachen zu kaufen jetzt. Deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal die Arkaden. Die Lorenzini-Arkaden. Ist vielleicht bei Geppetto irgendwo eingenistet, der Hund? Gibt's doch gar nicht. Voll witzig mit der Nase. Na gut, vielleicht ist er ja später wieder da. Ich muss auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, erstmal ein paar Sachen verdienen. Und im Opernhaus habe ich wohl auch noch was vergessen. Na komm, wir gehen nochmal ins Opernhaus. Und das werde ich jetzt wirklich rausschneiden, bis ich es finde, was da versteckt sein soll. Da war nämlich eine Leiter und ich bin die Leiter hoch, aber ich hätte sie runter müssen. Naja, wir gucken mal. Ah, ich glaube, hier bin ich jetzt richtig. Und da soll ich jetzt die Leiter runter. Aber war ich da nicht schon? Nee, warte mal. Oben? War ich da? Ich muss mal gucken jetzt. Ganz kurz, Entschuldigung. Ach, scheiße. Hier habe ich ein Item vergessen. Wirklich. Ja, ich bin runter, nicht hoch. So war's. Ich habe jetzt das ganze Opernhaus nochmal geklärt. Juwelenbesetztes kryptisches Gefäß. Ah, das ist wieder was für Venini. Natürlich. Hier. Ein verschlüsseltes Speichermedium in Form eines Metallzylinders. Venini könnte in der Lage sein, dieses Gerät zu entschlüsseln, wenn du ihn darum bittest. Die Speichergeräte, die Geheimnisse mit Hilfe von Verschlüsselungen verbergen, waren in der Oberschicht von Krat sehr beliebt. Natürlich waren auch die entsprechenden Dekodierungsgeräte bei der übrigen Bevölkerung beliebt, aber die meisten wurden zerstört.
So, was ist denn hier unten nochmal gewesen? Da war doch eigentlich nur der Weg zu der roten Frau, ne? Alter, dieser Fallschaden. Au. Helf dir gleich, du. Säcke. Aber wie ihr seht, ich habe schon wieder ganz gut Ergo zusammengekriegt hier. Okay, das war's. So, ich kaufe mir erstmal das Quarz. Oder den Quarz. Und dann gehe ich nochmal zurück in die Lorenzini-Arkaden. Und mache dann die verseuchten Gebiete. Dafür werde ich dann wahrscheinlich auch dieses Mittel brauchen. So, ist der Hund jetzt vielleicht da? Das gibt's doch gar nicht. Oh, die Lady ist noch am Leben. Was untersuchen? Ah. Nee, dieser blöde Hund ist immer noch nicht da. No matter what fate brings us, serving her. Welcome to. So. Sehr gut. No matter what, sir, welcome. Dann kaufe ich doch den Booster. Ach so. Da gibt's mehr. Oh nee, das finde ich jetzt wieder doof. Ja, die Spezialwaffe bis zu 3, das ist jetzt auch nicht sehr viel. No matter what, sir, welcome. Ja, ein bisschen schade finde ich das schon. Dass man den jetzt mehrfach kaufen kann, weil das finde ich lohnt sich nicht. Ich will da nicht immer wieder injecten und dann hält es, glaube ich, eine Zeit lang länger. Ist doch Quatsch. Dafür gebe ich gerne 2000 Ergo jetzt aus, weil ich finde das eh nicht so nützlich mit dem Baum. So. Next upgrade, please. Erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Überwältigungsangriff von Ladungsangriffen, ja. Das benutze ich so oft, den Ladeangriff hier mit der Sense. Das ist einfach nur geil. Der Puppenreißer. Also ich hoffe, der Hund... Ja, der muss wieder auftauchen, das wäre... Wäre echt ein bisschen kacke, wenn nicht, ne? I hear there is a new guest at the hotel. And that you had a little something to do with that. I just find saving people is its own reward. I certainly don't need the money. Even strangers. Everyone deserves some help now and then. If we who live through times like this don't live the best lives we can, we dishonor the memories of all we have lost. Honoring the lost is why I do what I do. In a way, I envy the dead. They don't have to know what it's like to remember that they're gone. Ha! And here I go again. Blah, 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 and who cares, huh? Now, let's get out there and save my... That is, our city. Krass, dass er doch noch so... Ja, so Gefühle hat, ne? Also... Ich dachte, der wäre halt für so einen Wissenschaftler, den gar nichts interessiert an menschlichen Dingen. No trouble at all. I almost consider it my oldest hobby. Trust me, I won't let you down. There we are. A deciphered cipher just like... Well, just like I used to make. If you ever need me to help you decode another message, I'm at your service. Ah, Entschlüsselung des juwelenbesetzten kryptischen Gefäßes. Befehle, überprüfe den Boden am Ende der Klippe der Straße des Hauptbahnhofs von Krat, von wo aus man einen guten Blick auf das Meer und die Wahrzeichen von Krat hat. Anhang, ein Kurzbericht aus der Zeit ist zum gegenseitigen Vertrauen beigefügt.
Du bekommst von mir so viel Geld, wie du willst, aber lass mich bitte raus. Es ist meine Pflicht, dich zu beschützen. Befolg bitte die Anweisungen. Überall sind Puppen. Wo soll ich denn hin? Erstens, der Hauptbahnhof von Krat. Wenn du nicht fliehen kannst, geh zur St. Frangelico-Kathedrale. Erzbischof Andreas nimmt Flüchtlinge auf. Ja. Werden wir überleben? Das liegt in Gottes Hand. Für alle Fälle habe ich zusätzliche Ausrüstung am Strand beim Bahnhof vergraben. Dort kannst du deine Reparatur durchführen. Wir zählen auf dich, Melampho. Okay, ja, wie komme ich an den Strand? Kann ich da jetzt schon hin oder kommt das später? Das ist die Frage. Ich schreib's mir mal auf. Warte. Warte. Strand. Dinge vergraben. Hoffentlich denke ich nicht, das ist eine Notiz fürs Real Life. Achso, mit Sophia kann ich ja auch noch reden, ne? Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear a witness. Ja, ich könnte noch reden mit ihr. Ach, mit Venini konnte ich auch noch reden. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out. Wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control Ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemist's victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief, and tears. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to Ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power. And he noticed that the process of curing the petrification disease could also create enhanced humans. Okay. Krat became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Save Krat. From this nightmare. Woher weiß sie das auf einmal? Hätte sie das nicht früher schon sagen können, dass der Puppenkönig, dass das gar nicht seine Schuld ist? I always welcome friend. The Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it and I, God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand Ergo. At least, that's my view. Sometimes, Ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though, that is rare. Or used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I still don't know how. So,
The King of Puppets. How did he get around the Covenant, I wonder? He used the Ergo wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I'm asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. Ich finde übrigens sehr geil, dass ich die Story hier verstehe. Das ist nicht so wie in Dark Souls, wo ich mir dann denke, so ja, also beim ersten ging es ja noch, aber dann wurde es halt immer wirrer. Zwar eigentlich dann nur so, kill alle Bosse, aber hier, wie gesagt, das macht schon alles Sinn für mich. So. Lorenzini-Arkaden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich mich da zurechtfinde, wie ich dann nochmal in diese komischen verseuchten Gebiete komme. Weil da gibt es ja wohl noch einige Sachen. Ich dachte, ich habe jetzt ewig gar nicht mehr dran gedacht, ehrlich gesagt. Nein, ich rush nicht durch, auf keinen Fall. Ihr kriegt es ja mit. Ich hole auch viel nach und mache das dann noch alles. Aber es ist halt nicht so leicht, das alles im Kopf zu behalten. Warte mal, war das hier vielleicht? Ja, da kommt jetzt wieder so aus der... Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hier noch war. Auf jeden Fall wäre die Spuckerin. Oh nein! All. Platzt hier mal alles schön. Oha. Also ich merke schon, dass ich viel mehr Schaden jetzt verursache. Warte mal, das war ganz da unten, oder? Das ist der Weinkeller. Oh. Schön mit Wein getränkt erstmal. So, warte mal, hier war eins, ne? Ja. Ah, das ist aber die andere Seite. Scheiße, warte mal. Scheiße, dann muss ich... Oh, die großen Jungs sind wieder hier. Tell me what you need. Hast du was Neues? Nee. Oh, wohl, ich könnte mir die Thermit kaufen. Schön. Ich brauche jetzt halt gerade mal kein Ergo und... Ja.
Haben wir es da? Klappt ja ganz gut heute. Ah, na. Scheiße. Vergiss, was ich sagte. Ja, genau, hier war wieder das. Hier schon. Warte mal, ich habe hier doch gar nicht alles abgesucht, oder? Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Skandal! Nummer 5. Die Tragödie hinter der Extravaganz. Es gibt nur wenige Bürger von Krat, die nicht wissen, wer V ist. Der Kronprinz der High Society, der Mann, der im Alter von 18 auf den Gedanken zum großen Bund der automatischen Puppen kam und die beste Produktionsfirma aufbaute, also Venini. Der Mann, der immer schick ist und leidenschaftlich gerne Menschen zum Lachen bringt. V ist der meist gehasste und geliebte Mann in Krat, aber seine unschuldige Leidenschaft macht sogar seine Feinde gefühlsduselig. Aber die wenigsten wissen, welche Tragödie er in seiner Jugend erlebt hat. Der wahre Grund für den Tod von Vs Eltern wurde vertuscht. Offiziell wurden sie bei einem Überfall Opfer eines Mordes. Obwohl V in seiner Jugend eine solche Tragödie erlebt hatte, wuchs er mit einer fröhlichen Persönlichkeit auf und wurde zu einer wohlbekannten Person, auf die alle Eltern stolz wären. Doch niemand weiß, dass V heimlich jedes Jahr den Fallbericht beantragt und dass sein Antrag ständig abgelehnt wird. Zu der Zeit gab es viele Theorien über diese Tragödie und es ist bekannt, dass die Werkstatt und die Alchemisten bei der Ermittlung Druck ausgeübt haben. Oder den Ermittlungen. Die interessanteste Annahme ist, dass der Mörder kein Mensch ist. Sollte das der Wahrheit entsprechen, dann erklärt er es die Werkstatt und die verdächtigen Versuche der Alchemisten, sie zu verbergen. Es erklärt auch, dass V seit seiner Jugend von Erfindung und Erfolg besessen war. Darin liegt die wahre Tragödie von Krat. Selbst V, der reichste und einflussreichste Mann in ganz Krat, kommt nicht an ihre Macht heran. Andererseits beinhaltet diese Tatsache auch eine weitere Wahrheit. Ist es dir aufgefallen? Die staatliche Zensur hindert mich daran, es zu schreiben, aber als Schriftsteller bin ich neugierig, ob die Menschen bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Die Wahrheit, dass es einen Mörder aus Stahl gibt, der unter uns wandelt. Vielleicht ist unsere Welt von Krat doch kein so sicherer Ort. Ah, das hätte ich jetzt noch verpasst, hätte ich mich hier nicht nochmal umgesehen. Sehr gut. Okay. Was ist das denn? Mann, ey. Weil die Schreie. Nee, warte, hier war das nicht. Bekommt der Drecksclown nicht mehr.
Ah, hier ist es doch. Das aussieht. Er latscht dann hier rum die ganze Zeit. Schmetterling, warte. Egal. Ist egal. Hauptsache, ich hab die Schmetterlinge. Und es gab einen alchemistischen Booster. Ja, weiß ich doch. Alles gut. Oh Mann, gibt's einen schnelleren Weg da runter? Na, ist ja auch egal. Ich mach das jetzt einfach nochmal alles. So, wo jetzt? Ich diese Horrorclowns nicht immer. Also der war echt fies. Hasse Clowns. Und Horrorclowns sind noch schlimmer. Eigentlich sind ja alle Clowns Horror. Und wenn sie nett aussehen, sind sie sogar noch fieser, finde ich. Alles nur Tarnung. Seht das immer so schlecht? Warum brauche ich auf einmal drei Treffer? Ich verstehe manchmal nicht den Schaden, der ist dann höher oder wieder niedriger. So. Staggern ist auch nicht immer so bei euch Jungs, ne? Manchmal wollen die halt einfach nicht gestaggert werden.
nie wieder nach? Die wachsen nach, die Teile. Krank. Alter, wie mies. Klinge eines Ehrenspeers. So auf deinen Nacken, so auf Ehrenbruder, ne? Guck ich mir gleich an, wenn ich hier raus bin. Raus hier jetzt. Ja, lass dir Zeit. So. Was latscht hier noch rum jetzt? Furchtbar. So. Ehrenspeer Junge. Denn? Nee. Ach, hier. Klinge eines Ehrenspeers. Killerangriff, schwinge die Waffe, um anzugreifen. Fügt angreifenden Feinden schweren Schaden zu. Rasender Schwung. Rase nach vorne, greife Feinde an und schwinge deine Waffe weitläufig. Ach komm, das mache ich jetzt. Machen wir im Hotel. Da höre ich nicht die ganze Zeit so ein Rumtapsen und bin nicht so nervös und habe auch meine Ruhe ein bisschen, ne? Furchtbar, ey. Die ganze Zeit ist hier was am Rumschleimen und Schlotzen und überhaupt. Ich glaube, ich baue erst ein bisschen Fortschritt im Spiel, dass der Hund wieder auftaucht. Übrigens, das wird jetzt nicht so einfach. So, wie gesagt, jetzt lesen wir erstmal den Speer. Oha, es ist ein Großschwert. Aber es heißt Klinge des Ehrenspeers, naja. Eine luxuriöse Speerklinge, die von den Bastarden verwendet wird. Auf der angeschrägten Klinge ist ein kunstvolles Muster eingraviert. Sie wurden von ihren Familien im Stich gelassen, aber ihren Stolz konnten sie nicht aufgeben. Mit nichts als ihrer Ehre in der Hand stürmten die Bastarde mit ihren Speeren voran. Der Griff einer Stoßlanze, die im Auftrag eines Stalkers der Bastarde hergestellt wurde. Der Messinggriff hat eine Drehvorrichtung, die Stoßangriffe verstärkt. Ehre oder nichts, das war alles, was die Bastarde, die sowohl Aristokraten als auch Stalker waren, noch hatten. So. Oh, dreht sich sogar, wie geil. Aufladen. Wow, cool. Warte mal. Alter. Das gefällt mir gerade richtig gut. Ich teste mal was. I know my way around. Ach, die kann ich ja nicht auseinanderbauen. Scheiße. Ach, Mann. Ja gut, es bringt aber auch nichts, wenn ich damit auf den Gegner zudasche, oder? Oh, geil. Die gefällt mir richtig gut, aber das ist leider eine Stärkewaffe, oder? Nee, Technik. What? Okay, testen wir doch die Spezialangriffe. Ja, nicht so spannend. Alter. Alter, die Waffe ist richtig geil. Wie gesagt, alleine schon der Dash, ne? So, warte mal. Pulszellenladung ist besser. Farbenladung ist schlechter. Hm.
Ach du Scheiße, wie gut ist das denn? I know my way. Warte mal, ich brauche noch. Wie viele versteckte? Ich glaube insgesamt 6 Stück brauchen wir für die ersten 3. No matter what, sir, welcome. So. Ich will mal gucken, ob die Waffe was taugt jetzt. I know my way. Wow, also 7 für die ersten 3. No matter what, sir, welcome. So, nochmal. Also der Griff ist vielleicht auch das, was ich... I know my way. Der Griff ist das, was ich geil finde eigentlich. Wie viel Sichelmondsteine ich hab. Ja, macht's leider nicht wett, weil der Schaden ist viel schlechter. Schade eigentlich auch, dass ich mein tolles Schwert ausgesondert habe, weil das war auch ganz nett, die Glewe. Ach, schade. Schokolade. Obwohl, jetzt macht's fast annähernd so viel. Ah, ich will ihn mal testen jetzt eine Zeit lang. Auch der Stichangriff. Okay, das macht aber echt verdammt viel Ausdauer weg. Und staggert halt direkt. Das ist halt die Frage, ob das sehr praktikabel ist oder nicht. Ja, alles klar. Leute, wir machen nächstes Mal weiter hier. Ich bin ein bisschen begeistert von der Waffe jetzt. Auf jeden Fall hoffe ich doch, ihr habt Bock drauf, wie es weitergeht. Und lasst mir ein Like da und einen Kommentar vielleicht, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns wieder zu Lies of P. Bis dann, tschüss.